Guten Tag, guten Mittag, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Ihr erkennt mich nicht wegen dem Licht. Ich habe meinen Koffer gepackt. An meinem Koffer hinten dran hängt mein kleines Pennyboard. Ich freue mich riesig. Helsinki-Art. Ich freue mich. Ich habe nur noch 2 Minuten Zeit, bei denen ich los muss. Und zu meinem Zügchen und dann zum Flughafen. Und dann geht's ab nach Helsinki. Wieder am Flughafen angekommen. Kurz mal die Musik leiser machen, damit ich nicht hier rumschreie. Auf geht's. Ja, das ist tatsächlich so mit das Geilste, was mir hätte passieren können, dieses kleine Wort. Ich bin eine halbe Stunde zu früh hier und bin jetzt gerade einmal von ganz da drüben auf der anderen Seite einmal im Kreis gefahren. Das Schöne ist, dieser Fußboden ist so gut, ich kann euch nur eins sagen. Ey, wenn ihr irgendwann mal wieder fliegt und ihr habt ein Pennyboard, nehmt's mit. Und das Beste, was ich gemacht habe, ich habe einfach ein Gepäckband genommen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ein Gepäckband genommen und habe einfach mein Pennyboard dran geschnallt. Und das macht richtig Spaß, hier rumzurollen, ey, vor allem, weil der Boden so schön glatt ist und man überall so kleine Hüppel hat. Man muss eigentlich nur zweimal treten, dreimal treten und ist schon richtig schnell unterwegs. Ich liebe dieses kleine Ding. Und dann kommt noch dazu, dass wir bald nach Helsinki fliegen. Das heißt sozusagen nicht bald, sondern eigentlich in einer halben Stunde. Meine Fresse, ich habe so Bock darauf. Ich freue mich so sehr, dieses Office zu sehen. Ich habe keine Ahnung, wie das sein wird und wie viel sie uns zeigen werden. Ich habe keinen Plan. Ich freue mich nur, dass ich euch mitnehmen kann. Ich werde probieren, auf jeden Fall jeden Tag ein Video hochzuladen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich hoffe es so sehr, dass ich es hinbekomme. Und guckt euch mal diesen schönen... Ich mag irgendwie das Muster von dem Pullover. Naja, aber rutsch, rutsch ab. Da, in die Tasche. Alter, Supercell hat einfach so krass übertrieben. Ich komme hier rein. Was eine Lounge. Der Fernseher läuft, Musik läuft. Was ist los hier? Warum läuft die Musik? Warum hängt da eine Gitarre? Warum hängt da eine Gitarre? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Dinger heißen Sky Lounge. Wir haben so unseren eigenen Bereich quasi in dem ganzen Hotel, wo man extra nochmal so eine Zugangskarte, die steckt vorne bei mir in der Tür, extra nochmal so eine Zugangskarte benutzen muss, damit man überhaupt ins Hotel reinkommt. Und ich bin ein bisschen fasziniert. Alter, sind das für fette Lampen? Krass. Richtig schön hier, Mann. Und es gibt auch noch eine Dachterrasse, wo auch nur wir drauf kommen, mit Sky-Lounge-Karte. Der Ausblick ist jetzt nicht so schön, das ist ein Hinterhof, aber das juckt mich jetzt ja auch gerade herzlich wenig. Helsinki bisher noch nicht viel gesehen. Ich bin ausgestiegen, habe auf meinen Zug, Zeug gewartet. Und bin dann auf meinen Bag gewartet und bin dann direkt in einen schicken Mercedes eingestiegen. Alter, ich fühle mich wie so ein Prinz, obwohl ich so ein armer Knecht bin. Das ist unglaublich. Und ja, unten gerade schon ganz kurz 2 Leute von Supercell getroffen. Ich packe jetzt meine Sachen kurz aus, mache mich frisch. Wahrscheinlich. Und dann gehe ich runter und filme noch ein bisschen was vom Hotel. Und jetzt sind wir auf der Dachterrasse, auf die man nur Zugriff hat, wenn man diese eine Karte hat. Und ich habe gerade mit den anderen YouTubern gesprochen. Ich habe zufälligerweise, glaube ich, als einziger diese Karte bekommen, weil ich mein Zimmer irgendwie als letztes gebucht wurde und dann nur noch sowas frei war. Und Alter, guckt euch das einfach mal an, wie wunderschön diese Stadt ist. Das ist unglaublich. Hier ist so ruhig, hier leben so viele Menschen. Es ist ein ganz normaler Montag. Es ist quasi direkt in der Innenstadt und es ist einfach so unglaublich krasses, schönes, kühles, warmes Wetter. Sonne scheint, es ist einfach wunderschön hier. Ich liebe diese Stadt jetzt schon, auch wenn ich noch nicht viel von gesehen habe. Der Plan für heute ist jetzt, glaube ich, einfach nur noch essen, ganz entspannt. Und morgen sind wir dann auf einer Developer-Messe. Also heute wird nicht mehr so viel passieren. Wahrscheinlich gehen wir dann immer noch, wie immer, habe ich das Gefühl, immer wenn ich mit YouTube unterwegs gehe, irgendwie wollen die alle ins Casino gehen. Chief Pat und Nick at Night waren gestern schon im Casino. Und ja, ich will euch das Video aber noch rausklatschen, bevor wir dann noch ausgehen. Schauen wir mal, wie wir das machen. Und ich hoffe, euch gefallen die Videos bisher so.
Vor allem, dass ich jetzt um 7 Uhr Clash hochlade, ich finde es irgendwie ganz geil. Da könnt ihr vor der Schule ein bisschen Clash hochziehen und ein bisschen Clash reinziehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, 6.30 Uhr wäre irgendwie noch geiler für mich, weil ich stehe um 6 Uhr auf, um 6.30 Uhr sitze ich am Frühstückstisch und dann kann ich mir eine Folge reinziehen, währenddessen ich ja, mich für die Schule fertig mache, kann ich auch 6.30 Uhr machen. Mir ist das im Endeffekt egal. Wunderschönes Wetter. Ich liebe es. Ich bin aufgedreht. Ich bin unglaublich glücklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Man merkt es wahrscheinlich auch einfach. So, wir beenden das Video jetzt an der Stelle. Ich war gerade auf der Dachterrasse, jetzt bin ich in meinem Hotelzimmer. Wir waren in einem sehr, sehr finnischen Restaurant. Ich habe was Vegetarisches gegessen. Das war ein Ziegenkäse mit Auberginen und Pilzen. Es war unglaublich lecker. War viel zu viel, hat aber gut geschmeckt. Wir haben jetzt gerade noch, ich habe noch ganz lange mit Marika und mit Tim, die beide bei Supercell schon ewig arbeiten. Der eine ist für Boom Beach, also Tim ist für Boom Beach zuständig und Marika kennt ihr wahrscheinlich auch, ist eine der, ich glaube, die seit Anfang an bei Clash of Clans dabei ist, Community Management und war super interessant, super spannend, einfach mal so ein bisschen über denen ihre Dinge zu, keine Ahnung, über was die so nachdenken, was sie vorhaben. Ich darf über nichts davon reden, das ist auch ganz klar, weil wir einen Non-Disclosure Agreement unterschrieben haben und ich kann nur so viel sagen, diese Firma hat viel vor und seid einfach gespannt, das ist einfach so krass. Ich bin also wirklich, wirklich fasziniert. Ich beende das Video jetzt. Ich habe gerade schon da am Rechner den Part bis hierher zusammengecuttet. Geht 5-6 Minuten, weil ich halt jeden Tag was vloggen möchte und nicht zu lange und nicht zu, damit das tagesaktuell ist, hier auf dem auf Speed seid. Morgen geht's auf Speed seid. Up to Speed. Morgen früh geht's um 9.30 Uhr. Es ist jetzt bei mir. Ich bin eine Stunde vor euch. Ich bin es ist jetzt bei mir, kurz die Skype-Nachricht löschen, damit ihr die Skype-Nachricht nicht lösen könnt. Lösche ich den? So, ihr seht, es ist exakt gleich 1 Uhr bei mir, bei euch müsste es jetzt exakt Geisterstunde sein. Und ich verabschiede mich jetzt von euch. Es war ein schöner Tag, ein schöner erster Tag. Ich habe bisher das Office noch nicht gesehen, das werde ich morgen früh sehen. Wie gesagt, 9.30 Uhr, 9.15 Uhr treffen wir uns. Und dann geht's los. Oh, ich freue mich so. Alter, oh Gott, ich freue mich so auf die heiligen Hallen. Ich habe nur gehört, man muss tatsächlich seine Schuhe ausziehen, wenn man bei Supercell ins Office geht, warum auch immer. Ansonsten schreibt mir, was ich oben auf der Dachterrasse gefragt habe, in die Kommentare. Habt ihr die Clash-Animationsfilme gesehen? Das solltet ihr euch anschauen, Alter. Es ist so göttlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Ich freue mich, dass unsere Community immer weiter wächst und wir so aktiv sind. Oh, guck mal. Ich liebe das, wenn man so mit dieser Kamera kann man so gut rumspielen. So viele Leute sprechen mich auch an diese Kamera an, wegen diesem weiten Winkel. Nun ja, ihr seht die Hand, da kommt sie. Wir haben leider keinen Schrank nach Narnia. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben, macht's gut.